Hallo zusammen, ich zeige euch, wie ein Generator-Anschlusskasten mit Sunclick-Steckverbindern von Phoenix Contact angeschlossen wird und welche Vorteile er bietet. Dafür habe ich den folgenden Generator-Anschlusskasten mitgebracht. Dieser ist zum Schutz von einem MPP-Tracker mit bis zu drei parallelen Strings ausgelegt. Schauen wir uns zuerst an, wie das Gerät von außen aussieht, bevor wir uns dem inneren Aufbau widmen. Die Zuordnung der PV-Strings kann anhand der Beschriftung auf dem Gehäusedeckel abgelesen werden. Bei Generator-Anschlusskästen haben die Ein- und Ausgänge derselben Polarität immer unterschiedliche Wanddurchführung. Dies dient dazu, Verwechslung zu vermeiden und die korrekte Polarität sicherzustellen. Man kann das hier ganz gut sehen. Hier sind zum Beispiel die positiven Eingangsstrings, hier sind die negativen Eingangsstrings. Und hier ist dann der positive Ausgangsstring und hier ist der negative Ausgangsstring. Wir haben immer einen Wechsel von Eingang auf Ausgang des Steckergesichts. So, schauen wir uns einmal den inneren Aufbau an. Dazu öffne ich den Deckel einmal. Die Wanddurchführungen sind auf unsere Push-in-Anschlussklemmen vorverdrahtet und der Typ 1-2-Ableiter ist im sogenannten Stichanschluss bereits mit den Klemmen verbunden. Wir bieten dem Installateur immer mindestens zwei Anschlusspunkte für den Anschluss des PE-Leiters respektive des Blitzschutzpotentialausgleichs. Der Anschluss der PV-Strings am Generator-Anschlusskasten erfolgt mühelos mit dem im Lieferumfang enthaltenen Sunclick-Steckverbindern. Lasst mich euch zeigen, wie einfach der Anschluss der PV-Leiter funktioniert. Zuerst muss ich einmal den Leiter nehmen und diesen um 15 mm abisolieren. Wenn der Leiter abisoliert ist, führe ich den Leiter bis zum Anschlag in den Sunclick-Steckverbinder ein. Und wenn das alles passt, dann muss ich die Feder nur einmal bis zum Anschlag eindrücken. Und dann hört man einmal ein Klacken. Nun können wir nochmal visuell prüfen, ob alles passt. Und dann muss nur noch der Einsatz in die Hülse geschoben werden und die Verschraubung mit 2 Newtonmeter festgezogen werden. Und schon ist der Anschluss ohne spezielles Crimpwerkzeug konfektioniert. Neben den Standardsteckverbindern bieten wir auch größere Steckverbinder optional an. Der Anschluss erfolgt gleichermaßen, die Abisolierlänge ist mit 18 mm etwas länger. Diese bieten sich an, wenn wir wie bei diesem Generator-Anschlusskasten mehr als ein String parallel angeschlossen wird und lange Leitungswege zu erwarten sind. Denn mit diesem können PV-Leiter mit bis zu 16 Quadratmillimeter angeschlossen werden und somit die Leitungsverluste deutlich reduziert werden. Unsere Wanddurchführungen an den Generator-Anschlusskästen sind mit beiden Steckverbindertypen zu 100% kompatibel und freigegeben. Wenn die Steckverbinder konfektioniert wurden, müssen diese nur noch mit der Wanddurchführung zusammengefügt werden. Dabei sollte entsprechend auf das hörbare Einrasten geachtet werden. Und ich mache das jetzt einmal exemplarisch mit einem Anschluss und stecke den hier entsprechend einmal ein. Die Steckverbinder sollten immer ausschließlich lastfrei getrennt werden. Um die Stecker zu lösen, ist kein Spezialwerkzeug notwendig, sondern ein handelsüblicher Schlitzschraubendreher ist ausreichend. Dafür muss der Schlitzschraubendreher auf eine beliebige Seite der Lasche gesteckt werden. Man kann das hier einmal sehen, entweder hier auf der Seite oder alternativ auf der anderen Seite einmal einschieben und dann kann der Stecker ganz einfach abgezogen werden. Das war es. Nun weißt du, wie ein Generator-Anschlusskasten mit Sunclick-Steckverbindern von Phoenix Contact angeschlossen wird und welche Vorteile er bietet. Wenn du eine Übersicht aller Sunclick-Varianten suchst, nutze den Link unten in der Videobeschreibung.